Frage ist, wie gehe ich mit Selbstzweifeln um? Also mit den Momenten, in denen ich glaube, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich werde alleine das Schwimmen nicht überleben. Und je höher die Anforderungen sind, desto eher kommen auch diese Selbstzweifel. Eins können wir mal festhalten, jeder von uns hat Selbstzweifel. Selbst die, die unbesiegbar scheinen. Der Unterschied ist der, wie gehen wir damit um und lassen wir uns davon kontrollieren oder nicht. Und die Kontrolle hat in dem Fall unser Unterbewusstsein. Der Teil, der wie eine eigene Steuerzentrale hat und der nicht, tief im Inneren nicht an uns glaubt. Und da müssen wir hin, da dürfen wir arbeiten, unter anderem mit sogenannten Glaubenssätzen, die wir auflösen können, was tatsächlich in vielen Fällen relativ leicht ist und uns relativ schnell dahin bringt, unseren inneren Autopilot auf Erfolgskurs zu bringen.